Welches Früchtchen hätten wir denn gerne? Ich nehme mir mal eine von den Orangen. Lecker und so gesund. Mir fällt leider kein sinnvolles Gebilde ein, das ich so konstruieren ließe. Welches Früchtchen hätten wir denn gerne? Wie wär's denn mit einer Himbeere? Mehr als drei Früchtchen sollte ich nicht aus der Schale nehmen, sonst fällt es noch auf und die blöde Wache wird mir blöde Fragen stellen. Mir fällt leider kein sinnvolles Gebilde ein, das ich so konstruieren ließe. Ich könnte die Signalrakete da reinstecken und somit die Flugbahn der Rakete bestimmen. Aber solange ich nichts zum Anzünden habe, nützt mir das relativ wenig. Ich könnte es durch das Loch schieben. Aber dann ist es weg und meine Möglichkeiten wären noch eingeschränkter, als dies ohnehin schon der Fall ist. Die Konstruktion rollt nicht besonders gut. Mehr als drei Früchtchen sollte ich nicht aus der Schale nehmen, sonst fällt es noch auf und die blöde Wache wird mir blöde Fragen stellen. Ich sollte erstmal wieder welche zurücklegen. Ich lege das Obst mal wieder zurück in die Schale. Den Draht ziehe ich aber vorher raus. Welches Früchtchen hätten wir denn gerne? Ich nehme mir mal eine von den Orangen. Ich nehme mir mal eine von den Orangen. Ich nehme mir mal eine von den Orangen. Mehr als drei Früchtchen sollte ich nicht aus der Schale nehmen, sonst fällt es noch auf und die blöde Wache wird mir blöde Fragen stellen. Keine schlechte Idee. Die Orangen rollen halbwegs vernünftig und könnten als Räder fungieren. Mal sehen, ob sich daraus was konstruieren lässt. Die Signalrakete kommt in das Bambusrohr. Dieses wird noch etwas justiert. Und schon haben wir... nennen wir es mal eine mobile Raketenabschussrampe. Eine verwegene Konstruktion und ein verwegener Plan. Passt gut zusammen. Hoffentlich kommt mein Gefährt nicht unterwegs vom Weg ab. Warum muss sowas immer nur mir passieren? Was für ein Chaos. Hier sollte mal jemand... Wo ist Sam? Was ist hier passiert? Ich erinnere mich nur noch dunkel an irgendwelche Stimmen und... Die haben Sam entführt. Was mache ich jetzt? Sam suchen. Aber wo? Sie kann überall sein. Aber ich sehe nur Grünzeuge und kenne mich auf der Insel nicht aus. Keine Chance. Was war das? Die Signalrakete wurde in der Nähe des Tempels abgeschossen. Von Sam? Oder ist es eine Falle? Egal, ich muss es riskieren. Ich kann Sam nicht einfach im Stich lassen. Sam meinte, dass die Augen auf den Pfauenfedern Tiere abschrecken. So nach dem Motto, wenn das Auge schon so groß ist, wie riesig mag dann erst das ganze Tier sein? Naja, wenn's klappt, soll's mir recht sein. Wenn es wirklich stimmt, dass diese Totems wilde Tiere abschrecken, lasse ich sie lieber stehen.
Die hat's wohl bei der Explosion vom Flaggenmast gerissen. Der hat vermutlich mal unerwünschte Besucher von Sams kleinem Garten ferngehalten. Der hat vermutlich mal unerwünschte Besucher von Sams kleinem Garten ferngehalten. Nina Kalenko, meine Ex. Irgendwas zwischen dem Paradies auf Erden und der heißesten Hölle. Ein langes Bambusrohr. Ein Papayabaum. Eigentlich gar kein Baum, sondern eine Staude, aber das dürfte derzeit von untergeordneter Bedeutung sein. Das ist wie im Paradies. Eine reife Papaya, lecker. Eine Pfauenfeder. Die stammt wohl von einem der Totems, die Sam um das Lager herum aufgebaut hat, um wilde Tiere fernzuhalten. Einige Dokumente und Unterlagen von Sam. Laut Überschrift ist dies die Übersetzung der Inschrift an der Tempeltür. Die hat Sam vermutlich in mühsamer Kleinarbeit angefertigt. Hier steht: Achte die über allem thronende Göttin. Mit ihrem erleuchteten Wesen und dem ewig offenen Auge überwacht sie ihre Untertanen, den Stummen und den Obdachlosen. Doch deren erbärmlicher Zustand ist selbst verschuldet. Wären sie nicht so sehr auf sich selbst fixiert, so könnten sie den Reichtum zu ihren Füßen erblicken, das Gold der Königin. Ein Helm mit Helmlampe. Praktisch, wenn man durch enge Stollen kriechen muss und keine Hand für eine Taschenlampe frei hat. Da hing wohl mal eine Flagge dran, die durch die Explosion abgerissen wurde. Der steckt tief und fest in der Erde. Der Rucksack von Sam. Mal schauen, ob sich darin was Nützliches finden lässt. Merkwürdige Sachen hat Sam in ihrem Rucksack. Sehr merkwürdige Sachen. Ein in Klarsichtfolie gewickelter Donut. Ich mach die Folie mal ab. Ein grüner Luftballon mit Waldmeistergeschmack aus Sams Rucksack. Ich will gar nicht wissen, warum sie sowas mit auf eine archäologische Expedition nimmt. Ich habe noch nie verstanden, was die Leute an Bier so toll finden. Muss erblich sein. Bei uns zu Hause hat man das Zeug nur dazu benutzt, die Schnecken aus dem Blumenbeet zu fangen. Zwei Leuchtstäbe für Notfälle. Ein Donut mit Zuckerguss. Nicht mehr ganz frisch, scheint aber noch genießbar zu sein. Darin war der Donut eingewickelt. Wenn ich mein Zelt nicht verlassen hätte, wäre ich jetzt tot. Wer auch immer Sam entführt hat, schreckt sogar vor Mord nicht zurück. Ich sollte mich vorsehen. Ein paar der Zeltstangen sind noch halbwegs brauchbar. Die nehme ich mal mit. Der Rest wurde durch die Explosion komplett zerstört. Da ist nichts mehr zu retten. Die Fische überwinden das Hindernis einfach, indem sie aus dem Wasser und über die Kaskade springen. Mir fallen auf Anhieb 20 Leute ein, die nicht so schlau wären. Das Feuer ist aus, aber die Glut glimmt noch. Ich sollte das Feuer lieber nicht neu entfachen, denn wenn die Typen, die Sam entführt haben, zurückkommen und ein brennendes Lagerfeuer sehen, werden sie vermutlich nach mir suchen. Eine gusseiserne Teekanne.
Panterei, um mal Heraklit zu zitieren. Wir wollen doch schließlich trotz der widrigen Umstände die Bildung nicht völlig außer Acht lassen. Es ist zu früh, um sich zu ertränken. Und zum Waschen ist es zu spät. Ein wahres Wunderwerk der Natur, in Fachkreisen auch Ast genannt. Das geht so nicht. Ganz schön groß, der wiegt bestimmt 200 Gramm. Würde mich nicht überraschen, wenn der mehr als nur Fliegen frisst. Bis ich durch das Wasser gestiefelt und bei dem Frosch angekommen bin, ist er schon längst zum nächsten Blatt weitergehüpft, klopft sich auf die Schenkel und lacht mich aus. Und von einem Frosch ausgelacht zu werden, ist definitiv nicht gut für mein Ego. Hibiskusblüten, das erkenne sogar ich. Die Blütenblätter haben eine wunderschöne tiefrote Färbung. Eigentlich bin ich ja kein Freund davon, überall Blumen rauszurupfen, aber vielleicht bringen sie mich ja irgendwie weiter. Ich werde den Zaun mal mit den Zeltstangen stabilisieren. Fertig. Clevere Fischchen. Statt sich im Zaun zu verfangen, springen sie einfach drüber. Respekt. Die Flagge als Fischfänger. Okay, warum nicht? Einen Versuch ist es wert. Na, das ging ja schnell. Vielleicht sollte ich mal über eine Karriere als Fischer nachdenken. Ein Stein, so flach wie die Witze von der Dame, an die ich nicht mehr denken will. Das will ich den armen Fischen nicht zumuten. Im Luftballon ist ein kleines Loch. Wird also leider nichts aus meiner tollen Idee, Wasserbomben zu bauen. Wie soll ich in diesem dichten Urwald nur den Weg zum Tempel finden? Naja, ich muss es halt versuchen. Was anderes bleibt mir kaum übrig. Oh, du willst mir den Weg zeigen? Prima, dann mal los. Mist, das war wohl nichts. Hör mal zu, mein Kleiner. Ich bin ein Lama und untrainierter Zweibeiner. Du musst schon ein bisschen langsamer laufen. Die ersten paar Meter gingen ja noch, aber dann warst du plötzlich weg. Also, beim nächsten Mal bitte auf mich warten, klar? Ich müsste mir was einfallen lassen, wie ich dem Affen besser folgen kann. Hey, wie wär's mit deinem Donut?
Nein? Auf Diät? Na gut, dann eben nicht. Magst du eine Papaya? Ich schätze, das heißt ja. Dieses Mal nicht so schnell, hörst du? Puh, ich komme langsam in die Jahre. Ich glaube, wir haben ein Kommunikationsproblem. Langsamer! Ich müsste mir was einfallen lassen, wie ich dem Affen besser folgen kann. Wenn ich das über die Helmlampe legen würde, hätte ich farbiges Licht. Aber was bringt mir das hier? Wenn ich das über die Helmlampe legen würde, hätte ich farbiges Licht. Aber was bringt mir das hier? Manchmal ist es besser, Dinge nicht zu hinterfragen, sondern sie einfach zu tun. Ich schätze, das hier ist so eine Aktion. Gute Idee. So bleiben die Blüten etwas länger frisch. Geduld. Jetzt habe ich Hibiskustee. Prima. Nur, was soll ich damit? Jetzt ist es rote Farbe. Völlig ungenießbar. Was wohl daraus wird, wenn ich noch länger warte? Nee, keine Zeit. Ich steck das Zeug mal ein. Jetzt habe ich rote Folie, aber keine Klarsicht mehr. Wenn ich das über die Helmlampe legen würde, hätte ich farbiges Licht. Aber was bringt mir das hier? Das geht so nicht. Ich will noch ein bisschen was von der Pracht erhalten.
Ich halte es da wie die meisten Wissenschaftler. Es reicht völlig aus, wenn man einmal beweisen kann, dass etwas funktioniert. Alles andere ist pure Zeitverschwendung. Hey, wie wär's mit deinem Donut? Nein? Auf Diät? Na gut, dann eben nicht. Ich gebe Tieren aus Prinzip keinen Alkohol. Erstens ist das kein Stück witzig, sondern Tierquälerei. Und zweitens bleibt dann mehr für mich. Das ist wie im Paradies. Eine reife Papaya, lecker. Nun ist die Papaya rot. Na, Appetit auf leckere Papaya? So, mein Freund, jetzt hast du auch rote Hände. Jetzt ist mir egal, wie schnell du läufst. Hauptsache, du bleibst auf dem Boden, damit ich deine roten Spuren verfolgen kann. Das scheint der Tempel zu sein. Von Sam ist aber weit und breit nichts zu sehen. Die Spuren des Äffchens gehen aber noch weiter am Tempel entlang. Ich folge Ihnen mal. Da ist sie. Sie wird in einem Käfig gefangen gehalten und die Wache ist schwer bewaffnet. Von hier aus stehen die Chancen schlecht. Vielleicht gibt es einen anderen Weg, an sie ranzukommen. Max! Er lebt. Er hat mich gefunden. Jetzt stehen meine Chancen wieder deutlich besser, lebendig aus diesem Käfig rauszukommen. Ich sollte mich aber lieber ruhig verhalten, damit die Wache keinen Verdacht schöpft. Solange außer mir keiner weiß, dass Max hier um den Tempel rumschleicht, stehen unsere Chancen für einen Überraschungsangriff gar nicht mal so schlecht. Ich kann nur hoffen, dass Max schon einen Plan hat. Einen guten Plan. Wenn ich doch nur einen Plan hätte. Der Kerl ist schwer bewaffnet und scheint ziemlich nervös zu sein. Beides eher ungünstig für mich. Ich bleib lieber in Deckung. Außerdem gehe ich davon aus, dass er noch Komplizen hat. Ich sollte also auf der Hut sein. Keine Ahnung, was für ein Strauch das ist. Und diese weißen Beeren habe ich auch noch nie gesehen. Ich nehme mal ein paar mit. Weiße Beeren der unbekannten Art. Im Gegensatz zu Sam habe ich von Botanik leider nicht den leisesten Hauch einer Ahnung. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das eine fleischfressende Pflanze. Warum die allerdings nach der Göttin der Liebe benannt wurde, ist mir ein Rätsel. Da komme ich nicht hin, ohne dass mich die Wache bemerkt. Die Schale ist voller frischer Früchte. Ich frage mich, warum die am helllichten Tag ein Lagerfeuer anzünden. Um wilde Tiere fernzuhalten? Das Ding sieht wirklich furchteinflößend aus. Unterhalb der Fratze ist ein Loch in der Wand.
Wenn Sam mit ihrer Übersetzung recht hatte, dann steht da, achte die über allem thronende Göttin. Mit ihrem erleuchteten Wesen und dem ewig offenen Auge überwacht sie ihre Untertanen, den Stummen und den Obdachlosen. Doch deren erbärmlicher Zustand ist selbst verschuldet. Wären sie nicht so sehr auf sich selbst fixiert, so könnten sie den Reichtum zu ihren Füßen erblicken, das Gold der Königin. Nein, ich habe schon die echte Nina verloren. Das Foto gebe ich nicht auch noch her. Der Hintereingang des Tempels. Vielleicht komme ich von hier aus irgendwie an Sam ran. Es lässt sich nirgends ein Griff oder sonst ein Mechanismus entdecken, mit dem ich die Tür öffnen kann. Faszinierendes Gebilde. Aber ich sollte nicht zu dicht rangehen, denn die Bienen machen keinen sehr friedlichen Eindruck. Es könnte Situationen geben, in denen es hilfreich ist, wenn man keine von Bienen komplett zerstochenen Hände hat. Deshalb und nur deshalb nehme ich von dieser Aktion Abstand. Ein Loch in der Mauer. Nichts drin. So, und nun? Huch, da hat aber jemand Hunger. Die meisten Bienen umschwärmen begeistert meinen Donut. Nur ein paar wollen sich nicht von ihrem Stock entfernen. Entweder sind sie als Wachen eingeteilt oder einfach nur schwer vom Begriff. Ein Stofffetzen, der im Wind weht. Ob der von Sam stammt? Oder von ihren Entführern? Wir sind hier nicht bei SCI Miami. Ich kann aus diesem Stofffetzen weder die komplette Familiengeschichte noch das Mittagessen der vergangenen 3 Tage herauslesen. Also lasse ich ihn da einfach hängen. Kleine Leuchtkäfer. Wundert mich, dass man die hier findet. Der Dschungel gehört eigentlich nicht zu ihrem Lebensraum. Ganz schön groß. Der dazugehörigen Spinne möchte ich lieber nicht begegnen. Ohne die roten Fußspuren des Äffchens hätte ich den Weg zum Tempel nie gefunden. Eine seltsame Pflanze. Und sie stinkt bestialisch nach Aas. Die Fliegen finden das offensichtlich anziehend. Ich finde es eher widerlich.
Das Ding stinkt selbst von hier aus noch bestialisch nach Aas. Und die Fliegen kommen auch schon an. Der scheint ja mächtig Hunger zu haben. Mal schauen, ob er durch das Futter so abgelenkt ist, dass ich ihn fangen kann. Hätte nie gedacht, dass es so einfach ist, Frösche zu fangen. Ich hoffe, er ist nicht giftig. Mach mal Quark. Ja, ich mag dich auch.